Live. Die großen Interviews. Aktuell, kritisch, unabhängig. Fellner Live. Nur auf OE24TV. Willkommen bei OE24TV. Kurt Razzelli und Matthias Strolz. Ein Musikerduo, die jetzt nach 5 Jahren Pause wieder ein neues Album am Start haben. Back to Earth heißt das Ding und kann was? Das ist eine Landung auf unserem Planeten. Wir sind zurück. So ist es, oder? So ist es, ja. Ja. Elektronisch, mit viel Lyrik und ein wilder Spannungsbogen. Wir kommen zurück auf den Planeten, schauen uns um und sind, bist du deppert, Krieg. Auch viel Depression da im Raum und es druckt von jeder Seite und da arbeiten wir uns vor und sagen, hey, aber aufgeben geht nicht, sondern wie kann man hier in schwierigen, in bewegten Zeiten auch sein eigenes Leben gut aufgleisen und nach hinten hin eskalieren wir in die Liebe. In die Liebe. Als die Antwort auf alles. What would love do? Ja. Ist auch unsere letzte Single, die ausgekoppelt wird Mitte September vor dem Album-Release dann 6. Oktober. Es ja. Klingt jetzt nicht unbedingt nach guter Laune-Musik. Ja, wir haben viel auch gelacht. Sehr viel, ja. Also war eine schöne Album-Bereitung ja, für das Ganze. Und es ist nicht immer einfach, oder? Also es ist ja durchaus, man muss hineinhören. Ich glaube, manche Nummern sind einfacher und andere muss man auch gut verdauen. Und ich glaube, dann ist es auch freudvoll. Aber es ist jetzt nicht, es ist glaube ich, kein gute Laune, gefälliges Party, ja. Zeltfest-Album. Nein, das ist es nicht. Ja. Zeltfest ist nicht. Ja, wenn du gescheit einen drin hast, dann geht es schon wieder. Ne? Also, dann geht alles. Ja, ja, also, ich glaube schon, der Beat ist da. Aber es ist auch sehr ernsthaft. Also wir wenden uns der Welt zu, aber wir lassen uns nicht einkriegen von allem Ungemach, was umgeht auf dem Planeten der Welt. Wir waren 5 Jahre unterwegs im Weltraum. Genau. Ja. Jetzt kommt man auf die Erde zurück, will man sich dann gleich wieder umdrehen und wegfliegen. Ja, eben, das ist der Punkt, dass wir gesagt haben, back to Earth. Also wir starten sowohl bei unseren Konzertabenden als auch am Album mit einer kurzen Zwischenschau, was haben wir da draußen erlebt? Galactic Traveler, Universe You Are. Also wir haben ja 12 Tracks, bis auf Ich muss siegen, sind alle auf Englisch. Weil sie auf Englisch durchgekommen sind, also ich habe sie immer in einem englischsprachigen Umfeld geschrieben. War dir das auch klar, dass du Englisch singen kannst? Das ist ja singen tue ich ja eh nicht recht, nicht? Aber Vocal, so Vocalist. Und Poetry, ja. Tonic, Und es ist halt auf Englisch gekommen und Speaker, ja. Ich schicke das, ich rede das dann drauf, egal ob ich was sehe, in Goa Hock oder in Barcelona oder in Portugal oder wo auch immer. Meistens kommt es nachts, dann spreche ich es aufs Handy, schick's dem Kurt und der Kurt, was machst du dann? Du spürst die eine, glaube ich, und legst den Beat hinein, die Melodie. Ich zauber. Du zauberst, genau. Also zuerst Text, dann Musik. Zuerst Text, dann Musik, ja. Das ist unser Schaffensprozess und Kurt kann da ja Dinge, die ich nicht im Ansatz kann. Und ich liefere halt den Text. Und was anders ist als beim ersten Album, da war ich ja nur Rohstoff, weil du genommen hast, ungefragt, der Hund, meine Parlamentsreden und die hat einfach zerhackt und mit der Elektronik unterlegt. Und da gab es dann so viel Resonanz und dann haben wir im Flex eben diesen einen Abend gemacht, aber nur einen Auftritt. Jetzt gibt es ja eine ganze Tour. Jetzt gibt es eine Tour, ja. Ist man da nervös? Das ist ein alter Hautegen auf der Bühne da. Bist du nervös? Nein, also ich nicht, nein, überhaupt nicht. Was hinter der Maske läuft, weiß man ja nicht. Er schwitzt ab und zu, aber hinter der Maske. Nein, weil es heiß ist. Ich weiß ja, was ich zu tun habe, genau. Grundsätzlich. Also. Also du bist da sehr erfahren. Ne? Ich bin tatsächlich, also Bühne fällt mir ja leicht bekanntlich, aber mag ich ja. Aber das ist dieser Unterschied? Ist ganz anders. Ist ein Riesenunterschied für mich. Also ich habe schon eine gewisse Anspannung. Aber auch eine Freude. Ja? Also
Das werden Festabende des Menschseins. So haben wir es konzipiert. Ja. Und man sieht jetzt auch schon beim dritten Video, das ist schon auf der Bühne, weil wir gemerkt haben, hey, die Leute können sich natürlich null vorstellen, was wir da machen. Weil, auf was hin auch. Ne? Das ist neu. Und das dritte Video jetzt, 15. September, What Would Love Do, das bringt schon eine erste Vermutung. Ja? Also wir arbeiten auch mit Licht. Bei What Would Love Do ist auch eine Opernsängerin dabei. Ja? Und, ganz großes Kino quasi. Ja. Das ist sehr berührende Arbeit. Macht viel Freude. Ist auch ein Haken. Ne? Am Anfang war ein reines Herzensprojekt und jetzt ist auch schon ein Haken. Ne? Das muss auch liefern. Und dann, wir wollen das ordentlich machen. Wir wollen das gescheit machen. Wir wollen da in 10 Jahren noch drauf schauen und sagen, das hat Freude gemacht und hat Qualität. Ja. Beziehungsweise in 10 Jahren noch immer auf der Bühne sein. Auch das. Las Vegas. Ja. Deshalb mit englischen Songs kann man ja auch ins Ausland. Ist das was, auf das man schielt? Na, schielt nicht, aber ich merke, dass es eine andere Resonanz hat. Weil ich bin ja auch Autor und meine Bücher sind alle auf Deutsch da und so weiter. Und der Harald Kloser hat mir zum Beispiel geschrieben aus Los Angeles. Ne? Und dann, also du merkst, du löst was anderes aus, wenn du auf Englisch daherkommst. Das ist null Kalkül, aber die Offenheit auch. Schau mal, was zurückkommst. Du weißt ja nichts. Also das ist ja ungewohnt für mich auch, weil in meinen anderen Branchen machst du was. Beim Buch ist auch ein bisschen so. Ne? Da schreibst du was. Da geht es ja völliger Deep Dive, du wächst in das hinein, du verwechselst dich mit dem und dann bist du eigentlich fertig damit und dann vergehen Monate, Monate und irgendwann kommt es in die Welt und du denkst, ah, da war ja was, wie war ich drauf, welche Stimmung. In meinen anderen Berufen, ob ich als Unternehmensberater oder früher in der Politik, da war alles immer instant. Ne? Heute sagst du, in der nächsten Sekunde ist es draußen oder ich bin bei Unternehmen und dann bist du da und am nächsten Tag bist du weg und dann, ja. Und hier ist es ein Prozess über ein Jahr und da lerne ich Geduld. Und lerne, ich bin Lehrling, ne? Ich gehe beim Kurt Razzelli in die Lehre und bei allen anderen Branchenkollegen und lerne total viel. Das ist, ich bin ein Seniorenlehrling mit 50. Aber dieses direkte Engagement mit dem Publikum lernst du dann auf der Bühne. Das ist ja dann wieder quasi zurück zu... Das kann ich. Stärken. Ja. Es ist, glaube ich, geht eher um zu performen, die Songs an sich. Ja. Aber so das dazwischen mit dem Publikum agieren, ich glaube, da... Das kann ich gut. Die Einsätze nicht zu verpassen. Ja. Ich bin einer, der total gern frei spricht. Das geht sich nicht aus. Nicht? Geht sich die Strophen nicht aus. Also ich kann mich erinnern, im Flex habe ich dich schon ein bisschen, habe ich ihn eher zurückhalten müssen, damit es weitergeht, damit es ein Ende auch gibt, ne, damit wir die nächste Nummer machen. Okay. Schau mal. Seit die Sperrstunde ausgeht. Ja. Seit dem letzten Album sind 5 Jahre vergangen. Was hat da so lange gedauert? Oder war eigentlich ein zweites Album nie im Plan? War nicht ganz absehbar. Ne? Also, wir haben damals, das war ja innerhalb von einer Woche ausverkauft, das Flex. Und dann kamen tatsächlich Künstleragenturen, Bookingagenturen, die gesagt haben, hey, ihr geht jetzt auf Tour, ne? Mit uns. Und das ist natürlich erstens für dein Ego super und zweitens auch als Künstler freust du. Ich war ja Rohstoff damals, also ich habe mich damals nicht als Künstler begriffen, sondern ich wurde halt da irgendwie veredelt als Rohstoff. Aber ich bin ja aus der Politik damals raus, damit ich mehr Zeit für die Familie habe. Das war mein Hauptgrund. Und dann hab ich überlegt, und das war auch unser Deal vorab, ich kann nur einmal. Ich kann nicht sagen, ich brauche Zeit für die Familie und dann komme ich heim und sage meiner Frau, du, Koffer packen, ich muss auf Tour. Ne? Also das geht sich nicht aus, auch wäre sich emotional und zeitlich nicht ausgegangen. Aber dieses Erlebnis hat uns nie ganz losgelassen. Das war schon ganz was Eigenes. Bist du deppert? Also die Stimmung war, ich weiß nicht, triffst du auch noch Leute? Ich triff immer wieder Leute, die sagen, ich war da dabei und das war ganz speziell. Ne? Du triffst auch Leute gelegentlich, die dabei waren? Ich bin sehr selten unterwegs. Also, kennt man die wahrscheinlich Leute, die gar nicht. Die kennen dich nicht, okay. Verstehe. Ja. Und jetzt hast du das mit deiner Familie wie geregelt, dass du sagst, ich gehe dann da auf Tour? Ja, das ist okay. Erstens ist es überschaubar von den Terminen her, zweitens, ich bin gut präsent. Also ich habe das Gefühl, ich bin dort in der Präsenzkraft.
zeitliche Widmung, wo ich sein will und sollte als Papa. Und die Kinder sind ja auch schon älter. Ja? Also die sind ja ab und zu froh, wenn sie Ruhe haben von uns. Ne? Hören die deine Sachen? Oder? Ja, hören, wie halt so Teenager hören. Ne? Also alles, was länger ist als 5 Sekunden, ist für die Generation TikTok kleine Zumutung. Ne? Also das machen wir dann ganz itchy, ne? Weil ich zeige es ihnen dann voller Stolz. Ne? Und nach 10 Sekunden, ja, Papa, hab's gesehen, sage ich, nein, das sind ja 2 Minuten 50, du bist noch nicht durch. Aber ich habe es gesehen, sage ich, nein, du kannst es gar nicht gesehen haben, weil es noch nicht durch ist. Also das ist natürlich spannend, diese Generation zu erleben, wie die konsumieren, wie die auf Kunst schauen. Die finden das cool, das ist jetzt nicht so, dass sie es auf ihrer Playlist haben. Aber es ist auch nicht so, dass sie sich genieren. Sie sagen, Papa, du bist peinlich. Ja, sie sagen, Papa, warum machst du das eigentlich? Weil sie mitkriegen, dass wir dabei keine Millionäre werden mit diesem Projekt. Was war's? Man? Aber ja, es kommt von Herzen. Ja, irgendwas in mir, an meinem inneren Auto hat gesagt, du bist jetzt aufgefordert, Tracks zu schreiben. Und als wir uns gesehen haben, haben wir uns 3 Minuten angeschaut, oder? Letzte im Sommer. Und haben beide gewusst, die Zeit ist reif, wir machen das. Und für mich war es auch eine Art von Sprache finden für diese verrückten Zeiten. Also auch, weil ja die ersten Tracks auch mit Krieg beginnen und mit diesen Turbulenzen. Ich will mich als Mensch dazu verhalten. Ich kann ja nicht sagen, gib mir alles nichts an. Also außer dem Krieg ist sowieso die Stromrechnung und ich sehe, dass es was mit mir macht, oder? Also du kannst ja nicht davonlaufen vor den Dingen auf der Welt. Du musst dich dazu verhalten. Dazu gibt es verschiedene Kanäle für mich. Ich könnte Bücher dazu schreiben, auf meinen Social-Media-Kanälen Aktivist sein. Ich könnte in die Politik zurück wollen, ob mir jemand nimmt, diese andere Frage da braucht. Ich könnte NGOs gründen etc. Und von all den Möglichkeiten, da bin ich herzgeführt. Ich habe das auch erst nachher verstanden, dass das mit dem zu tun hat. Also dieser Beschluss, wir machen was gemeinsam, war für mich davor, bevor ich verstanden habe, ich habe auch nicht gewusst, was kommt durch. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, ich habe für mich eine Sprache gefunden an all. Und natürlich diese Wucht der musikalischen Kunst, die du da dazulegst, drunter legst, drüber legst, das hat für mich sehr, das ist sehr berührend. Ich glaube, es ist nicht immer einfach reinzukommen, dann auch für Dritte, aber es gibt Leute, die mir natürlich sagen, ich habe es jetzt angehört, habe eine Ganzelhaut. Andere sagen, es schließt sich mir nicht genau, warum. So wie halt Kunst ist immer auch Geschmackssache. Ne? Ist es einfacher, als Musiker solche Themen anzusprechen, als es als Politiker war? Es ist anders. Und ich lerne für mich, dass jede meiner Phasen, und ich glaube, wir alle reifen in Phasen, in wachsenden Ringen. Jede meiner Phasen hat eine eigene Formsprache. Es ist ja auch so, was ich, mein deutscher Verlag ist auch gekommen, vor einem halben Jahr hat gesagt, nächstes Buch. Setzen wir uns zusammen, machen wir was. Dann sage ich, so funktioniere ich nicht. Ich glaube, ihr habt mein letztes Buch nicht gelesen. Sondern ich schreibe ein Buch, wenn was raus will. Ich stelle mich dann in den Dienst. Ich bin der Briefträger. Das fährt durch mich durch, im Schöpfungsakt. Und ja, ich habe ein Buch im Kopf und im Herz als nächstes und gleichzeitig war für mich klar, da drängt sich was vor. Also insofern, jetzt für diese Phase ist das total stimmig. Und ich weiß nicht, für die nächste Phase werde ich wieder gut hinspüren und sagen, was ist es? Ist es das Buch? Ist es eine NGO, ist es was Politisches, ist es das nächste Album? Ich kann nur so, ne? Also wenn mein Verlag sagt, reiß dich halt zusammen, willst du auch was verdienen? Ja, ich kann schon Bücher schreiben, aber so will ich nicht leben. Ich muss halt, natürlich muss ich die Brötchen auch mit heimbringen, aber das geht sich aus. Aber ich folge meinem Herzen. Und das ist eine unglaublich schöne Geschichte. Und dann kommen solche Partner daher wie der Kurt und das ist dann sehr schön. Wir kommen aus unterschiedlichen Feldern oder von unterschiedlichen Sternen geradezu, ja. hätte ich das Gefühl, oder? Aber hast du den Kurt vorher gekannt? Ich meine, du hast ihn wahrscheinlich aufgrund seiner Politkarriere oder was oder gar nicht. Ich habe ihn vorher gekannt, ja. Bevor er mich gekannt hat. Und wir haben uns nach deinem Rücktritt haben wir uns kennengelernt, persönlich. Ja? Weil da habe ich ihm, wie er zurückgetreten ist, habe ich mir gedacht, ja, wir könnten ja ein Album zusammen rausbringen, weil es schon so viele Tracks gegeben hat.
Ja, und so war das erste Treffen, ja, und dann ist irgendwie, wir verstehen uns perfekt, ja, also es flutscht, ja, es flutscht, oder? Wir sind unterschiedlich, ja, klar. Ja, es, das macht es auch aus, ja. Das macht es aber aus, ja. Ja. Ich sehe es mehr von künstlerischen Seite sicher, ich bin so der geborene Künstler. Total. Matthias ist wahrscheinlich der geborene Wortarbeiter irgendwie. Ja. Also das ist das Kontinuum. Ja. Gibst du ihm Tipps? Holt er sich von Tipps? Ist er jemand, der das annimmt? Ja. Also wie wir im Studio waren, sind sehr viele Ideen sind ja auch erst im Studio entstanden. Also wir haben zum Beispiel bei einer Nummer, kann mich erinnern, da haben wir gar nicht gewusst, jetzt, was wie der Matthias drauf was machen muss oder auch auf Refrain. Und das haben wir alles dann dort im Studio sozusagen ist gemeinsam entwickelt, oder? Und das, ja, genau, ja. Das flutscht genau. Total genau. Easy going, ja? Also das ist das Schöne. Also das ist ja auch, jetzt bin ich 50, ne? Der Kurt ist ja hinter seiner Maske ein junger Hupfer. Ne? 15. Seit 20 Jahren 15. Und also, aber es ist nicht, dass du damit deine Midlife-Crisis vertust. Nein, überhaupt nicht. Sondern das ist ein Schöpfungsakt, ein Kreativer. Das ist natürlich eine Freiheit, die ich mir leiste. Dafür muss ich mich auch entscheiden. Das kostet mich auch Mut, weil natürlich die Irritation in meiner Umgebung war sehr groß. Ja, die sagen, jetzt hat er einen vollen Clasher oder hat einen Vogel oder hat eine Midlife-Crisis, kauft ein Motorrad, halt die Pappen. Ich begreife es ganz anders. Es ist ein Entfaltungsakt, den ich nicht erwartet hätte mit 50. Jetzt bin ich aber auch in meiner zweiten Lebenshälfte, ne? Du auch, oder? Und ich finde, man darf sich zunehmend noch mehr die Freiheit leisten, das zu machen, was man für gut und richtig hält. Vor allem auf einem Planeten, der so ist, der wie du ihn besiegst. Ja. Was will ich? Also ich will ja nicht meinen Ego-Schatten hinterher hechten, sondern ich will spüren, was in meinem Wesen, was will da in Form kommen. Ich gebe ja Workshops drüber, red ja gescheit drüber, dann denke ich mir immer, dann muss ich es selber auch tun, weil sonst solltest du die Pappen halten. Ne? Also das ist ja klar. Und deswegen herzgeführte Manifestieren, das taugt mir. Ja. Aber normal ist diese Sturm- und Drangzeit oder halt das Drängen auf die Musikbühne ja etwas, was eher Jugendlicher macht. Ist das, hat dich das damals gar nicht interessiert? Ja, ich war bei der Dorfmusik. Bei uns waren die Gründer der jungen Klostertaler, die waren bei uns im Dorf bei der Musik dabei. Ein Dorf von damals 700 Leute. Und die Klostertaler haben ja zweimal den Grand Prix der Volksmusik gewonnen. Das heißt, die waren echt fett da, ne? Mit den Zillertalern und Kastel und der Spatzen. Das heißt, ich habe Musikbusiness schon mitkriegt. Das heißt, wenn wir gespielt haben und die mit dabei waren, falls sie nicht gerade auf Tournee waren, dann waren wir natürlich, dann haben wir vom Arlberg bis nach Süddeutschland, gerade dass nicht die Unterhosen geflogen sind. Wir waren halt das kleine Dorforchester dazu. Und also das hat mich schon fasziniert, muss ich gestehen. Und wen nicht? Ne? Also was Musik kann, vielleicht kann es die bildnerische Kunst noch, das ist ja meine Frau, nicht ich. Und da bin ich auch Lehrling. Ne? Ich bin ein Bergbauernbub. Mit Kunst haben wir nicht so viel zu tun gehabt. Viel mit Natur, also viele Schätze bekommen, aber an und für sich Kunst hat man für, wenn es nicht gerade Handwerkskunst war, war das nicht das Logischste. Ja? Also, Arbeit haben wir. Ne? Und dann war ich bei der Dorfmusik, auch beim Jugendorchester des Tales, habe auch in den Nachbartälern Gemeinden ausgeholfen, der Lars Klösterle, Klarinette, Saxophon. Das heißt, ich war viel unterwegs, viel auf musikalischer Tour. Muss aber auch sagen, ich habe dann schon auch verstanden, ich habe nicht das große Gesangstalent. Ich singe gerne, ja, das ist hemmungslos, aber ich habe nicht das ganz große Talent dort, ja, von dem ich auch ganz große Achtung habe, weil ich glaube eben, deine Berufung liegt dort, sagt Aristoteles, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Also, was kannst du gut? Was sind deine Talente? Stell dir das vor, es ist ein Fluss. Und wo sind die Bedürfnisse der Zeit? Was braucht die Welt jetzt? Und das ist ein anderer Fluss. Und dort, wo die kreuzen, dort ist deine Berufung. Dort sollst du anpacken. Und deswegen, ich fühle mich jetzt auch als Künstler, aber bin kein Musiker in dem Sinn, sondern wir machen gemeinsam Musik mit meinen Texten. Ich bin ein Vocalist, ich bin ein Wortarbeiter und als solcher bin ich Künstler. Dort habe ich, glaube ich, eine Meisterschaft. Und das andere, da ist der andere Meister. Ja, und wir legen unsere Meisterschaften drüber. Und
wie du da zauberst mit Elektronik und Beat und Melodie. Ich kann es dann greifen, aber ich kann es selbst nicht machen. Ja. Das Spannende ist, es sind 12 Songs. Davon sind 11 auf Englisch, einer ist auf Deutsch. Warum ist der dir auf Deutsch so rausgerutscht? Warum ging der nicht auf Englisch? Vielleicht, weil ich nicht Russisch kann. Ich habe natürlich viel an Putin gedacht bei diesem Song. Ich muss siegen. An vielen Orten auf diesem Planeten dampft die Kacke, oder? Da sind wir uns einig. Und wir müssen schon auch, wie wir da sitzen, als Männer uns zugestehen, und es sind meistens die Männer, die den Scheiß bauen. Also es gibt schon sowas wie diese toxische männliche Energie, die sehr viel Zerstörung anrichtet auf diesem Planeten. Und es gibt ein paar besondere Exponate, die uns noch mehr beschäftigen. Und ich glaube, dafür habe ich eine Sprache gefunden. Im Wissen, dass Putin Deutsch kann, als ehemaliger KGB-Agent in Ostdeutschland. Und habe ich es hier geschrieben. Ja, also, das war in Österreich, als ich das geschrieben habe. Da habe ich also, da bin ich nicht in Goa geguckt oder in Ahmedabad oder auch nicht in Portugal. Also es ist eine Mischung aus, welche Bilder stehen auf in meinem Kopf und was ist mein Umfeld. Und dann kommt es, wie es kommt. Ich könnte nicht einmal diese Brutalität von ich muss siegen, ja, mit diesem Mass-Shooting. Ich wüsste nicht einmal, wie man das auf Englisch I have to win. Klingt harmlos. Ja, es ist gerade die deutsche Sprache, die. Ja, da auch natürlich brutaler. Da ist sie heftiger, ja. Schon fast auf Rammstein-artig. Ja. Das hat diese brutale Ästhetik. Ja. Und also, das hast du auch drüber gelegen. Ne? Du spürst das dann auch. Ne? Aber das ist natürlich die Eigenheit von Künstlern, dass die. Ich treffe ja viele Künstler jetzt, ich habe ja dieses Volk auch nicht so gekannt, außer dass ich mit Anna verheiratet bin. Diese Sensibilität, die diese Leute haben, auf den zweiten Blick erst erkennbar oft, das fasziniert mich schon. Es ist gar nicht einfach, mit der durchs Leben zu gehen, glaube ich. Weil so viele andere Antennen hast, da kriegst du so viel Zeug einer, musst du zuerst einmal verarbeiten. Sind Popstars die besseren Politiker? Das fragt man gerne einen Bono oder einen Bob Geldof. Wie siehst du das? Sag du mal, wie siehst du das? Weil man da ja Botschaften unterschwelliger rüberbringen kann und da keiner irgendwie so den Politiker mit dem Zeigestab im Vordergrund sieht. Ist gut, wenn das wirklich aus dem Herzen kommt und nicht, dass das irgendwie vielleicht doch von hinten dann irgendwo gesteuert wird, ja, ein Popstar. Das ist, Popstars sind immer sehr gefährlich, sind sehr im Fangnetz von außen, von Hintermännern oder sowas. Ja, ich finde es gut, ja. Bono ist ja, fasziniert mich sehr. Ich habe seine Biografie gelesen, Bono von U2, und habe einen guten Freund, der ist ein Ur-Stones-Fan, und wir haben immer gestritten über Jahrzehnte, wer ist die größte Band der Welt. Ne? Jeder hat halt recht gehabt immer. U2. Ja, war aber jetzt zum ersten Mal beim Stones-Konzert in Wien und muss anerkennen, bist du deppert. Ne? Also das ist ja von der Energie her wumm, wumm, wumm. Ja. Und dann da im Sommer, am Frühjahr, habe ich gelesen die Bio von Bono, wo ja auch manche Rezensionen geschrieben haben, ich weiß es nicht, irgendein deutsches Magazin hat geschrieben, völlig selbstbesoffen und irgendwie egozentrisch. Ich finde, da tut mir ihm total Unrecht. Ich finde, wie er sich hier öffnet, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, aber wie er sich öffnet, in einer Verletzlichkeit auch, ja. Und zu spüren, wie er ringt, dass er eigentlich ein Künstler und Sänger ist, aber eigentlich ein politischer Aktivist auch. Und beides kommt von ganz tief drinnen. Und wie er das übereinander legt und wie das immer wieder klafft, wie das die wechselseitigen Rollen sich verstärken, wechselseitig aber auch beschädigen und so weiter. Wilder Tanz. Also ich war da absorbiert. Ja. Außer, dass ich es auf Englisch gelesen habe und die Hälfte nicht verstanden habe, weil der... Was das für Englisch ist, war ja ein Niederlander. Das war total schwierig, aber zwischen den Zeilen kriegst du es mit. Abgefahren, finde ich. Ja? Und legitim. Ja? Das ist er. Ist ein guter Künstler. Das ist entschieden, finde ich, vor der Weltgeschichte. War er und ist ein beherzter Aktivist, das ist auch entschieden. Wäre er ein guter Politiker, glaube ich nicht. Ne? Aber das war es ja selber. Ja. Hingegen, der Schwarzenegger fand ich ja spannend, war jetzt nicht
war Schauspieler, nicht Künstler, aber natürlich so eine fette Erscheinung als Schauspieler, dass das auch, natürlich ist das Kunst, eine Form von, ich fand, das war ganz eine eigentümliche Politkarriere auch, die schon auch großes Format hatte. Ne? Oder auch, ich war letztens bei der Helene von Damm zu einem Café, die war ja, die ist jetzt zurück in Wien, schon seit vielen Jahren, und die war ja im Kabinett von Ronald Reagan und ihr engster, einer ihrer engsten, seiner engsten Vertrauten, und da haben wir viel über den Reagan auch gesprochen und wie das von seiner, das war ein großer Politiker durchaus, ich glaube als Schauspieler, das war vorgelagert. Das war quasi er war seine eigene Vorgruppe als Politiker, wenn man so will. Ja. Also ich glaube, das ist hochindividuell. Ich glaube, es gibt kein durchgängiges Muster, wie das zusammengehört. Ja. Du wurdest musikalisch wie resozialisiert? U2, Stones haben wir schon gehört. Ja. Also ich bin querbeet. Ich habe so Phasen. Also U2, tatsächlich meine Größen, da reise ich auch nach. Habe auch nachreisen, aber die habe ich, was ich von London bis Sarajevo und Wien gehört oder auch in Dublin, wie es sich halt ergeben hat über die Jahrzehnte. Das kann aber auch ein Jodler sein. Ja? Ich mag Austropop zum Singen. Zu meinem 50er war man am Berg. Meine 40 Liebsten, Familie und enge Freunde. Und da haben wir halt gesungen von 11 bis halb 3, weil einer klatschen dabei gehabt hat. Ich kann es nicht, aber einer. Ja, und da kommt halt dann alles daher, was daherkommt. Bei einer war halt in den 80ern, 90ern. Ja. Und das hat dann schon. Bumm, das sind schon goldene Erinnerungen und das ist dann schon sehr gefühlsschwanger. Ja. Und das liebe ich sehr. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Ist auch total quer durch. Ja, also. Ob es elektronische Musik ist oder Rockmusik, es gibt überall sozusagen Perlen, die mir sehr gut gefallen und wo ich mich inspirieren lasse, genauso auch in klassisch, ganz egal. Ja. Aber es ist halt auch jedes Mal von Projekt zu Projekt unterschiedlich, an was ich gerade arbeite, und dann höre ich natürlich auch diese Musiksparte vielleicht ein bisschen mehr. Bei uns war es jetzt ein bisschen elektronischer Cyberpunk, würde ich jetzt einmal sagen, den habe ich jetzt in letzter Zeit mehr gehört, ja, um in diese Richtung zu produzieren. Ja. Da zuerst das Wort und der Name Arnold Schwarzenegger gefallen ist, muss man dich natürlich fragen, was ist das Geheimnis hinter deiner Maske? Naja, habe ich eh schon öfter erwähnt, ich bin ein großer Arnold Schwarzenegger-Fan, ja, und er ist ein Österreicher, ich habe irgendwie eine Maske gesucht für einen Prominenten, und da habe ich mir die Arnold Schwarzenegger-Maske ausgewählt, ja. Und ja, so bleibt es auch, ja. Bei Politikern fragt man vor Wahlen immer, wie viel Prozent erwartest du dir? Jetzt bei Popstars fragt man ja dann immer nach Chartpositionen. Ja. Was, ab wann ist das ein Erfolg? Oder rechnest du mir sowas? Ja, für mich ist ein Erfolg, wenn ich spüre, wir sind bei Menschen gelandet. Und das ist unterwegs. Also E-Mail kriegt von bei der zweiten Single Life is a Comma, wo meine Bekannte schreibt, mein Vater ist verstorben vor ein paar Wochen. Ein Song hat mich total überrascht und berührt und auch genährt in meiner Trauerarbeit und auch in meiner stillen Verbindungsfreude, die ich da neu aufbaue mit meinem Vater. Und da denke ich mir, wow, ja, dafür, das ist meine Motivation auch. Wie sehr das anschlussfähig ist in klassischen Charts, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht gut. Ja, also das wäre eine Überraschung, wenn jetzt Ö3 uns spielen würde mit der nächsten Single, weil wir es nicht klassisch Mainstream sind. Und weil die natürlich einen sehr, als Hörerin, als Hörer merkst du das nicht, aber die haben einen sehr engen Filter, was sie eigentlich an deine Ohren heranlassen. Und das muss eine gewisse Gefälligkeit haben, auch eine gewisse Leichtigkeit, damit da keiner das Lenkrad verreißt, ne, oder zum nächsten schaltet. Ja. Du hast natürlich auch eine Vita, wo man dann sagt, Politik hat ja genau. Pop jetzt nicht so da viel. Da gibt es viele Hämmer. Also, spürst du das? Das spüre ich schon dann auch. Ja. Also das ist natürlich ambivalent. Ja. Also
Aber vielleicht würden wir auch nicht da hocken, wenn ich diesen politischen Vorlauf gehabt hätte. Also ich bin da sehr im Frieden damit. Das ermöglicht Dinge und es verunmöglicht Dinge. Und das ist vor allem, wie sie ist. Ich kann es nicht ändern. Nicht? Also ich stehe zu dem, zu allem, was ich gemacht habe und bin und war. Und ich bin mir sicher, es werden Türen aufgehen, von denen wir derzeit noch keine Ahnung haben, dass es gibt. Und jetzt ist das nicht eben die Erwartung, dass wir nächstes Jahr in Las Vegas hocken, nur glaube ich eben, dass trotzdem Dinge geschehen werden, wenn du das Kunstwerk einmal loslässt. Also ich habe auch im letzten Buch, Gespräche mit einem Baum, das ich tatsächlich mit einer Föhre geschrieben habe, viel gelernt. In Österreich ist das gut gegangen und dann ging ich zu meiner Föhre auf und habe da Zwiesprache gehalten mit ihr. Und ich so, naja, gut gelaufen, sind wir zufrieden. Ja, ja. Also, ja, Deutschland könnte besser laufen, extra deutschen Verlag genommen, aber die haben nicht so viel Zahn gebraucht in der Promotion. Werde das halt selber in die Hand nehmen. Mache halt ich das Projektmanagement. Dann sagt die Föhre, na. Also, wieso na? Ja, ich bin ja Mandatat, zack, bumm, ne, wird geschraubt, gehämmert. Sagt sie glaubt nein, aber mach du, was du meinst, tun zu müssen. Sag ich, ja, wie meinst du das? Also es sind so innere Dialoge, ne? Ich weiß nicht, ob ich das ohne Baum auch kann, aber ist halt so. Also wäre ein Teammitglied ein inneres bei mir, dieser Baum. Ja? Frei nach Schulz von Thun gibt es jetzt in der klassischen Psychologie dazu auch Instrumente. Und der Baum sagt, die Föhre, na, wir haben das Buch gemacht. Also quasi der Schöpfungsakt war unserer. Wir haben es der Welt gegeben und jetzt soll das die Kreise ziehen. Wir sind nicht mehr zuständig. Das nehme ich jetzt ein bisschen mit für uns. Ne? Also das heißt nicht, dass ich keinen Finger rühre für die Tour. Ne? Aber schicksalsergeben auch zu sagen, ja, die Welt wird in Resonanz gehen. Nicht jeder und überall, aber sicherlich auch an Orten, die wir nicht vermutet hätten. Und da bin ich dann offen und sage, wow, ich freue mich auf das, was zurückkommt. Auf Social-Media-Kanälen, an Briefen, an E-Mails und da werden Überraschungen dabei sein. Ich hätte, wenn wir das wirklich Mainstream angelegt hätten, das ganze ja, Projekt, dann hätte ich das auch ganz anders produzieren müssen. Und das war ja bewusst so gewählt, dass es nicht aufgesetzter Mainstream ist, dass man jetzt sagt, so, man setzt den Matthias jetzt als einen klassischen Schlagersänger oder sowas stellt man, also das wollte ich ja nie machen. Ja. Ich hätte sondern, schon ein bisschen Lust gehabt. Ja, eben. Ja, eine Nummer haben wir ja. Für das nächste Album dann. Ja. Genau. Und mir war es eher wichtig, die Stärken von Matthias und das ist einfach der Text und das Speaken und das zu veredeln und daraus eine gute Story zu bauen. Und das haben wir geschafft mit einer A- und B-Seite sozusagen, eine Zerstörung und eine Heilung und es ist halt nur stimmig natürlich, wenn du alles in einem hörst. Ja. Wenn du eine Nummer, das war das Problem oder schwierig, welche Single nimmt man jetzt? Ja, das ist halt schwierig. Ja. Und deswegen, aber ich finde, ich muss siegen, ist genau das Richtige gewesen. Zum Anfang. Das Video ist erst ab 18. Ja. War euch das bewusst, dass man muss so quasi so radikal das angehen, dass es vielleicht nicht jeder sehen kann? Also ich wollte unbedingt die Schießerei haben, ja. Das, und YouTube will halt keine Schießerei, was ich halt auch nicht verstehe ganz, weil bei Spielen können die Trailer machen und da wird genauso Blut vergossen. Ja. Aber ja, ist wie es ist, ganz egal. Also ich finde, wichtiger ist eher, dass es ein sehr cooles Video ist und das ist es geworden, es passt zur Nummer. Und ich finde auch, dass mit der einzigen deutschen Nummer sozusagen, das als erstes rauszubringen, weil ich weiß nicht, ob es noch verwirrender gewesen wäre, wenn der erste Song auch Englisch gewesen wäre. So ist es, vielleicht nähert man sich an diesen ganzen an. Und wir verhalten uns zur Welt, ne? Und in der Welt wird geschossen und es ist ein bisschen erstaunlich, dass man das nicht zeigen darf, weil in jedem Kinderzimmer, so Burschen sind zumindest, wird geschossen auf Teufel komm raus bei den Gamern. In jeder Hauptnachrichtensendung wird geschossen, in jedem Abendfernsehprogramm wird geschossen. Und genau das beschreiben wir dann. Und dann kommen die Leute und sagen, ihr seid so brutal. Ich sage, wir sind nicht brutal, wir sind hier Chronisten der Welt. Ja, wir kommen zurück auf diesen Planeten, schauen uns um und verpacken es nicht, was wir hier als Spezies Homo sapiens machen. Und wir beschreiben das und in gewissermaßen ist das eine Anklage. Und aber natürlich ist es ein Antikriegssong. Ich kann allerdings nur in die Position gehen, in die Haltung, indem ich
anerkenne, was ist. Wenn ich mich also verleugne dem Status quo, dann bin ich auch nicht wirkmächtig. Dann kann ich gar nichts tun. Das ist wie sag ich immer wieder, wie der Alkoholiker, der eincheckt in der Entwöhnungsanstalt und sagt, ich habe kein Alkoholproblem. Den schicken sie heim, weil sie sagen, du, die können wir da nicht brauchen. Wir haben die Erfahrung, dass du den nächsten Schritt nicht gehen kannst. Das heißt, wir wollen nicht verleugnen, was unterwegs ist. Warum? Weil wir den nächsten Schritt gehen wollen in die Heilung. Und das finde ich cool, dass Kurt Razzelli von Heilung spricht. Bist du deppert? Wir lernen voneinander. Ja. Aha, geil. Ja, das ist geil. In einer Zeit, wo jeder irgendwie das Geld umdreht und schaut, dass er ja nichts ausgibt, warum soll man dann sein hart verdientes Geld für einen Download von euch oder ein Konzertticket von euch ausgeben? Naja, das Konzertticket ist wahrscheinlich eine schönere Erinnerung. Der Download ist vielleicht, dass man als Mitbringsel, dass man öfter sich erinnern kann an das Konzert. Ja. Aber das Konzert wird auf jeden Fall ganz anders als damals im Flex, weil da war der Matthias halt direkt wirklich unvorbereitet. Diesmal haben wir Zeit zum Proben, wir haben eine Lichtshow, wir haben Konzept, wie wir auftreten. Das war damals alles so Freestyle, ja, und ich glaube, das wird ein großes Fest. Ja. Und ich glaube, das ist eine Feierstunde des Menschseins. Also wer sagt, hey, mich interessiert dieses Thema Abenteuermenschen, was heißt es für mich, auch Mensch zu sein und mich darauf einzulassen, auf Inspiration, auch auf Emotion, mit Licht und Schatten, und dann ist es ein unvergesslicher Abend. Das, glaube ich, können wir gut versprechen. Und das ist so, wie wenn einer sagt, ich kaufe mir eben einen Tonträger oder ich kaufe mir ein Buch. Damit kaufe ich mir ja auch ein Stück weit ein Vitaminshot oder eine Brausetablette für mein Schaumbad. Ne? Also wir sind ein musikalisches Schaumbad für die Seele und für die Ohren. Ein bisschen tanzen kann man auch und das wird sicherlich sehr berührend. Und wer Lust hat, auf eine andere Art zu feiern, dass er hier auf dem Planeten gerade sein menschliches Abenteuer begeht, der ist, should be there. Du hast mehrmals die Politik angesprochen. Ist das was, wo du sagst, ich kann mir vorstellen, irgendwann da wieder zurückzugehen? Ja, ich würde es nicht ausschließen, ja, weil ich habe viel politische Energie. Das kann ich aber gut auch übersetzen, offensichtlich in Musikalben oder Bücher oder Social-Media-Aktivismus oder in meine Vaterrolle. Derweil bin ich noch gut beschäftigt und gebunden, auch familiär. Und ich will aber auch nicht lügen bei solchen Fragen. Ich beobachte mich selbst ganz gut, immer wieder, und merke, dass da auch was shiftet. Also, dass natürlich, je älter die Kinder werden, umso mehr wird meine Hand auch wieder frei. Und nur eine freie Hand kann ich irgendwo anpacken. Ne? Wenn ich vollgepackt bin, kann ich nur rempeln mit meinen Schultern, das will ich nicht. Sondern wandern würde ich anpacken und sage niemals nie. Mhm. Als politischer Mensch verfolgst du natürlich auch das politische Tagesgeschehen. Mhm. Was rennt da alles falsch? Ja, viel hat man das Gefühl, ne? Das merkt ja jeder von uns. Aber ich will gar nicht in die Innenpolitik einsteigen in so einem Interview, weil es gibt in allen Parteien Leute, die integer sind. Und in Summe dreht aber der Out-Politik einfach ins Negative. Und da sind alle dran beteiligt, also die Wählerinnen und Wähler, genauso wie die Politikerinnen und die Medien. Also da gibt es keinen einzigen Schuldigen. Faktum ist, wir haben das Gefühl, es dreht nach unten, aber der Boden ist nicht erreicht, es dreht weiter. Irgendwann werden wir wieder nach oben drehen müssen, sonst das saufen wir im Gag, ne? Den wir da produzieren. Wann das ist, weiß ich nicht. Ich wünsche es uns allen, dass es eher früher als später beginnt, die Gegendrehung. Aber ein bisschen fehlt mir auch noch die Fantasie. Aber alles ist, das ist ja auch in unserem Album, das sehr spirituell auch ist. Wir kommen mit galaktischen Weisheiten. Alles ist im Fluss, hätte der alte Grieche gesagt. Also auch das, was hier uns beklemmt, von Innenpolitik bis Weltpolitik, auch das geht vorbei. Und was dann ist, wissen wir nicht. Wir können nur bereit sein, mit offenem Herzen, offenem Geist, offenem Willen. Und das will ich sein und das bin ich auch. Und das führt dann halt in Musikprojekte derzeit. Aktuell sind da Kinofilme oder Dokumentationen von Politikern sehr auf Vogue. Habt ihr euch überlegt, dass ihr irgend so ein Doku über das Album oder über die Tour oder über euer gemeinsames Projekt macht? Ja, wir haben jetzt beschlossen, dass wir Wien aufzeichnen. Ja. Wie wir das dann
wie wir das dann verarbeiten, wissen wir noch nicht. Aber wir wollen es dokumentiert haben. Mhm. Ja, vielleicht gibt es in 15 Jahren einen Kinofilm. Eine Strolzerzelle DVD. Das war. Ja. Also das ist sicher etwas, wo wir stolz sind, dass unseren Enkel mitunter erzählen, wenn es welche gibt. Und dass die sagen, wirklich? Opa? Ja, schon. Muss ich graben gehen, ich hab da was. Du kriegst dann im Weltraumanzug ja, auf, ja, oder? Ja, das wir sind ja frisch aus dem Weltraum. Ne? Kurz hat sich schon umgezogen, aber ja, ich bin noch im Arbeitsgewand. Ich genau. Entschuldigung. Ja. Ich habe einfach eine Deo-Rolle genommen. Ne? Nach der Landung. Und live spielt ihr aus beiden Alben Stücke? Können da auch Coverversionen dazukommen oder seid ihr da noch gar nicht so wirklich im Programm finden? Na, es gibt ein paar, ich sage jetzt einmal, bekanntere Hits. Nummern, die wir vom ersten Album mit reinpacken. Ja. Aber sonst hauptsächlich das zweite Album. Ja. Fokus zweites Album, ja. Ja, ja. Also ein schöner Spannungsbogen. Also das ist ja wichtig. Ich meine Freestyle, Aktionen mit dem Publikum haben wir schon so ein bisschen mit Bleistift hingeschrieben. Genau. Ne? Ja, genau. Ja. Schauen wir. Und das Ganze dann mit Band und... Nein, oder seid nur ihr beide, oder? Nein, ich bin die Band mit Synthesizern und Drumcomputern und Matthias ist der MC vorne. Ja, MC. Ja. Was ist ein MC? Master of Celebration. Master of Celebration, oder wie? Ah, ja. Schaust du da vorher an, wie das der Bono macht oder der Jagger? Ja, ich schaue anders auf Musik natürlich, seit wir jetzt da gesagt haben, wir tun. Das ist ja völlig klar. Ne? So, wenn du schwanger bist, dann musst du nicht mal selber schwanger sein, deine Frau, ja? Weil wir sind es ja nie. Aber dann siehst du überall Schwangere. Ne? Und überall siehst du Kinderwagen und plötzlich fängst du an überlegen, drei Räder oder vier Räder sind Kinderwagen, wie ist jetzt das eigentlich? So ist es, wenn du sowas beginnst. Plötzlich hörst du anders hin, sitze ich beim Amadeus Music Award und habe solche Augen und solche Ohren, ja? Und denke mir, boah, alter Schwede, was mache ich da? Ja? Ist eine Verirrung. Also es macht total was mit mir. Und das ist aber auch das Schöne, es ist eine wahnsinnige Entfaltungs- und Lernetappe. Also ich bin natürlich auf Feldern unterwegs. Man sieht, der Autohändler sieht überall Autos, nicht? Wenn du neu einsteigst, halt neu. Das ist halt so, nicht? Ich bin ein Gruppendynamiker auch, nicht? Ich analysiere immer die Gruppen. Das ist bei den ersten Hochzeiten, als ich mit meiner Frau zusammen war, hat sie gesagt, kannst du das einmal ausschalten bitte, bei der Hochzeit zumindest. Na. Das rennt mit. Also, so wie halt wahrscheinlich der Autohändler herkommt zur Hochzeit und sagt, ich habe kein einziges Auto gesehen, obwohl wahrscheinlich Hunderte geparkt haben. So, und jetzt bin ich natürlich auch bei der Hochzeit, höre ich hin und was ist da und wie wird das gemacht? Ah, total spannend. Also ein neues Universum geht da auf. Ja. Guter Schlusswort. Ich sage vielen Dank. Danke schön. Danke euch. Servus.